Willkommen in meiner Küche. Heute habe ich für euch wieder Kekse. Ich backe schon für die Weihnachten. Und da habe ich jetzt für euch Schokoladenkekse mit Schokoraspel, mit Raspelschokolade. Und da habe ich Zutaten für ca. 30-33 Stück. Da habe ich 250 Gramm Mehl, 150 weiche Butter, 2 Eier, 280 Gramm Mehl, eine Päckchen, eine Teelöffel Backpulver, 50 Gramm Kakao, eine Prise Salz werden wir brauchen und 100 Gramm so eine Raspelschokolade. Ja, die habe ich zart bitter genommen. Ja, okay. Alle Zutaten. Jetzt. Ja, genau, ich rechne nochmal. Zucker werden wir mit Butter cremig schlagen. Wartet noch kurz. Die trockenen Zutaten werde ich mir auch hier vermischen kurz. Ja, so ungefähr. Alle Zutaten in der Infobox, also in Beschreibung, findet ihr. Okay. Die Eier werden wir kurz verquellen oder wie sagt man das? Ja, vermischen. Also muss nicht unbedingt sein. Ich habe hier zum Mischen wieder die Knethacken genommen. Eier vermischen, dann gebe ich jetzt das Butter mit Zucker in eine Schüssel und werde ich jetzt cremig rühren. Also ja, bis sich das Zucker mit dem Butter verbunden hat. Und dann gebe ich Eier nach und nach. Also nicht vergessen, alle Produkten, also alle Zutaten müssen Raumtemperatur haben. Also Eier. Es ist wichtig, dass die Eier Raumtemperatur haben. Okay, dann gebe ich die Eier dazu. Also kurz vermischen, dann die Eier dazu. Und so lange mischen, bis so eine cremige Masse entsteht. Meine Eier haben hier Zimmertemperatur. Und da könnt ihr sehen, die Masse ist sehr cremig geworden. Und wenn die Eier kalt sind, dann wird das so grisselig, ja. Kann sein, dass die so ein bisschen grisselig ist. Okay, dann geben wir nach und nach das Mehl dazu. Ich gebe es so portionsweise, nicht so, dass die ganze Küche mit Mehlstaub, mit Staub, Staubmehl, Mehlstaub ist. Vermischen, dann zum einen Teig verkneten und dann kann man sofort schon machen. Backofen könnt ihr schon vorheizen auf 180 Grad, Ober- und Unterhitze. Wer Umluft hat, 160 Grad. Und werden wir brauchen zwei Plätzchen, zwei Backbleche. Okay, dann vermischen, bis sich die Mehl verbunden hat. Ja, zum Schluss geben wir die Raspelschokolade und jetzt mache ich mit der Hand weiter. Kurz verkneten, bis ein Teig entsteht. Und hier müssen wir das nicht kühlen, eine Stunde kühlen. Hier kann man gleich die Plätzchen formen und backen. Jetzt habe ich mir kleine Teelöffel genommen und werde ich formen Kugel. Ja, so 2,5 bis 3 cm Durchmesser sollten die haben. Und mit Abstand, ja, so 2 bis 3 cm Abstand auf dem Backblech legen. Und dann flach drücken, also nicht ganz flach, sondern ein bisschen drücken, sodass dass die Kekse erinnern. Bisschen. So, ich habe hier erstmal ein bisschen, also ganz wenig gedruckt, aber später habe ich noch ein bisschen fester gedruckt, also ein bisschen flacher gedruckt. Und auf diese Blech habe ich, auf eine Blech hatte ich 16 Stück, auf andere hatte ich 17 Stück. Hier habe ich schon ein bisschen flacher gedruckt. Und jetzt ja, ab in den Ofen, 880 Grad Ober-Unterhitze, für ca. 15 Minuten. Ja. Und abkühlen lassen. Und das sind meine Kekse. Die größere Kekse, das war die zweite Blech. Sieht man, die sind ein bisschen größer geworden. Und jetzt habe ich hier 100 Gramm zartbitter Schokolade. Jetzt werde ich die Plätzchen ein bisschen mit der Schokolade dekorieren. Also ja, ein bisschen auf den Löffel und so eine Faden ziehen. Könnt ihr auch in Spritzbeutel geben. Ganz, ganz klitzekleine Loch schneiden und so. Ja. Ja, die Faden durchziehen. Wird schneller. Aber ich wollte hier mit dem Löffel machen.
Ich habe immer Angst, wenn ich mit den Löffeln mache, dass mir so auf einmal so eine große Klecks drauf auf die Kekse fällt. Naja, aber habe ich es geschafft. Okay. Wenn die Schokolade schon hart ist, also ausgetrocknet, also hart, kann man die Kekse essen. Sind sehr, sehr lecker. Ja, wie ich schon sagte, ungefähr 33 Stück ist mir geworden. Ja, okay, haltbar in Trockenlagen, in geschlossene Box. Ja, 3 Wochen, 3 bis 4 Wochen. Okay, gut, meine Lieben, das war's schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.